Bei uns gibt's jetzt die Wechsel und unter anderem eine Überraschung, denn es kommt Bamuaka Simakala rein. Ihr wusstet nicht, dass er auf der Bank ist, aber er war auf der Bank und der spielt jetzt Stürmer vorne drin. Sein erster Einsatz bei mir. Nico Schulz mit seinem Tempo ist bei uns ja auch noch nie wirklich so in Erscheinung getreten. Simakala, erste Aktion! Hey, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Borussia Mönchengladbach-Karriere. Heute die erste Episode von den drei diese Woche und zwar nicht wie sonst, nicht live, sondern live, aber gecuttet. Also im Endeffekt schon live, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine und versteht den Unterschied dabei. Wenn es euch gefallen sollte, wenn euch das besser gefallen sollte als die Daily-Karriere, die ungeschnitten kommt, lasst einen Daumen nach oben, dann wenn ihr es in Zukunft so haben wollt. Die Abstimmung dazu kommt am Ende der Woche, da könnt ihr dann nochmal endgültig darüber entscheiden. Wir spielen heute gegen Augsburg, das Ganze werden wir spielen, gegen Wolfsburg werden wir auch spielen und gegen Mainz werden wir simulieren, dann sind wir schon im Januar und dementsprechend spielen wir dann auch tatsächlich, beziehungsweise sind wir dann in der Transferphase und da könnt ihr also wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben und zwar gerne jetzt schon. Wir suchen einen Stürmer und vielleicht habt ihr noch andere Ideen, wo wir nachbessern können oder müssen. Ich bin sehr gespannt. Videobeschreibung, Links zu IGVOL 6% Rabatt mit Corpax Gaming TV. Dazu haben wir da natürlich noch meine Social Media Links und mein Merchandise. Könnt ihr auch gerne mal auschecken, würde ich mich drüber freuen. Und damit würde ich sagen, starten wir durch in dieser Episode und gehen mal zum Spiel gegen Augsburg. Bis gleich. Lehne noch die beiden Manager-Angebote für die Nationalmannschaften ab und währenddessen noch eine kleine Information für euch. Wer im Livestream gestern dabei war, beziehungsweise für euch mittlerweile vorgestern, hat gesehen, ich habe meinen ersten Walkout-Spieler gezogen und zwar leider Gottes nicht Messi, aber einen rechten Flügelspieler aus Argentinien, Angel Di Maria. Und zur Feier dessen, aber okay, das ist eigentlich kein wirklicher Grund, sondern einfach, weil ich Bock drauf habe, gibt es nächsten Samstag einen 24-Stunden-Livestream. Das heißt, dieser wird auf jeden Fall kommen. Das hier ist die erste Ankündigung. Ich werde es jetzt in jedem Video diese Woche erwähnen, dass ich jetzt noch aufnehmen. Ein paar habe ich schon aufgenommen, da kann ich es nicht mehr erwähnen. Aber ja, auf jeden Fall am Samstag. Wann genau, weiß ich noch nicht. Wird noch veröffentlicht. Ich denke mal so, es wird um 7 Uhr morgens starten, schon am Samstag. Wird dann den ganzen Samstag übergehen, bis Sonntagmorgen. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute dabei sein werden. Ich hoffe, so viele wie möglich. Also checkt es auf jeden Fall auch oder haltet euch zumindest ein paar Stunden frei. Es wird ziemlich, ziemlich geil werden. Und auch da werden wahrscheinlich wieder Packs geöffnet werden. Karrieremodus, Ultimate Team. Ich denke mal, das wird ziemlich nice. Und da sind wir auch schon in Augsburg. Es schneit und das ist natürlich die super Voraussetzung für diese Partie. Da freue ich mich super drauf. Wir müssen mit B11 spielen. Unsere Spieler sind nicht hundertprozentig fit, aber das macht ja auch nichts. Schauen wir uns gleich mal die Elf an. Hier sehen wir gerade noch den FC Augsburg und auf der anderen Seite kommen dann gleich wir, Raul Bobadilla, das Tier zusammen, ich glaube mit Yatschol Kuh, ich weiß nicht genau, ob er es da wirklich ist und ich weiß auch nicht, ob wir die Aufstellung hier noch sehen werden. Im Kasten haben wir natürlich Jan Sommer, bei den Augsburgern haben wir gerade schon einen anderen Schweizer Nationaltorwart gesehen und zwar Marvin Hitz. Da sind wir, Max MGT, a.k.a. ja, Schubert, Augsburg mit Hitz, Opare, Gövelö oder wie auch immer gesprochen wird, Hinteregger, Staffilides, Bayerkor, Teige, Kuh, Yatschol oder Yatschol Kuh, wie er eigentlich heißt, Schmid und Bobadilla, beziehungsweise heißt er jetzt eigentlich so, die kannst du ja aussprechen, wie du willst eigentlich. Wir spielen mit Sommer, wir rennen ja erstmals wieder auf der rechten Seite, dann Janschke und Schulz in der Innenverteidigung, links Oskar Wendt, davor Elvedi auf der 6 mit der Hut, Traoré, Hazard und vorne Amiri und Raphael als alleinige Spitze, da bin ich mal gespannt. Rein in die Partie, wir haben zuletzt sehr, sehr gut gespielt gegen Top-Teams und jetzt gegen etwas kleineres Team müssen wir auch wieder pushen. Oh, was für ein kranker Pass auf Daniel Opare. Aber der kommt Gott sei Dank nicht in den 16er rein. Der ehemalige Nationalspieler Ghanas, glaube ich, der ehemals bei Porto gespielt hat auf jeden Fall. Ob er ehemaliger Nationalspieler ist, weiß ich nicht. Oh, Oskar Wendt, klasse Balleroberung, zurück auf Hazard, der heute wieder auf links spielt, gezwungenermaßen Raphael. Schade. Das war viel zu einfach und dann war Schulz dazwischen. Was für ein Tackling. Oh, 1:0 für Augsburg. Ganz, ganz schwach in der Mitte da. Und Bobadilla trifft in seinem Spiel hier. Eieiei, da war draußen zu viel Platz. Die Flanke ist gut und in der Mitte ist niemand, aber wirklich niemand bei Bobadilla. Traoré und da ist direkt der Ausgleichstreffer, unser Top-Torschütze bisher in dieser Saison. Schönes Zusammenspiel da mit Amiri auf der linken Außenbahn, beziehungsweise halblinker Position. Und da machen wir das Tor, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Hier schön gemacht, Amiri wartet genau richtig und der Abschluss durch die Beine von Hinteregger, unseren ehemaligen Spieler. Oh, Raphael macht das sehr, sehr stark, hat aber keine Schussgelegenheit, spielt auf Amiri und er schießt direkt Hits an. Ah, fast das 2:1. Oh, Vierinja mit dem Kopfball, das siehst du auch selten. Wir haben Halbzeit, werfen einmal einen Blick auf die Statistiken. Bisher sind wir überlegen, der Ballbesitz stimmt noch nicht, aber die Chancen haben wir auf jeden Fall. Der Ballbesitz muss noch gesteigert werden, ansonsten sieht das sehr gut aus. Wir nehmen direkt mal einen Wechsel vor zur zweiten Halbzeit und genauso macht es Augsburg. Kajubi kommt für Teigel und bei uns kommt für den vollkommen ausgelaugten Thorgan Hazard Jonas Hofmann.
Oh, Kajubi findet sich gleich mit so einer Chance ein und Sommer ist zum Glück da. Unser Elfmeter hält der letzten Episode. Und da ist das 2:1. Wie schwach war das denn bitte verteidigt bei diesem Eckball? Also bitte. Ich weiß nicht, wer da nicht bei seinem Mann stand. Amiri, ja. Und dann wir, ja. Und wieder Traoré mit der Antwort. Diesmal leider nicht drin, aber das wäre natürlich super gewesen jetzt. Die anschließende Ecke, Vieirinha bringt sie diesmal rein. Hazard ist ja nicht mehr da, Schulz auf der Linie geklärt. Amiri, ah, schlechte Ballername. Oh, der Ball kommt auch nochmal gefährlich rein und Raphael ist nicht auf der Hut. Oh, der Hut macht das klasse. Jetzt der Rückraum, da ist Amiri. Oh, Gottes Willen. Da gibt es keine Entschuldigung für, wirklich nicht. Den muss er einfach machen und oh, so eine Scheiße. Bewegung, Leute. Hier ist wieder null Movement drin in der Partie. Raphael jetzt mit der Chance. Elfmeter. Ja. Kövelö mit der gelben Karte und das vollkommen zu Recht. Schauen wir uns nochmal an. Trifft nur Raphael. Klarer Elfmeter. Hofmann ist der beste Elfmeterschütze, den wir haben. Er hat jetzt die Gelegenheit und er nutzt sie Gott sei Dank mit Innenpfosten. Ausgleichstreffer. So wollen wir das sehen und jetzt muss es weitergehen. Wir wollen den Sieg haben. Das ist so... Da finde ich einfach keine Worte für. Beim besten Willen. Wie kann man so scheiße stehen hinten? Wie geht das? Mann, Wendt. Nee, Schulz war es diesmal. Aber das ist eigentlich Wendts Position. Ey, Wedi war es. Von mir aus auch der. Aber trotzdem, wie scheiße. Maxi... Och, Mann, Junge. Ah, der Abschluss. Ich weiß nicht. Dieses Team ist gut. Der Abschluss ist scheiße. Wir brauchen einen Stürmer. Elvedi. Oh, was ist das denn, Junge? Den kannst du. Da mussten auch nicht aufs Tor. Also. Wie kann das kein Foul gewesen sein? Und jetzt Usami nochmal. Kann jetzt natürlich zur Eckfahne. Macht er natürlich auch. 4 Minuten Nachspielzeit haben wir. Vieirinha, Mann, Alter. Was ist das für ein Scheißpass? Und wir verlieren. Gegen Augsburg, ey. Wir sind ein Champions-League-Aspirant und wir verlieren gegen Augsburg. Durch 3 dumme Gegentore. Zum Kotzen. Absolut zum Kotzen. Gibt's nichts mehr weiter sozusagen. Die haben 5 Schüsse und schießen 3 Tore. Da gibt es auch keine Entschuldigung für. Absolut nicht. Das ist sowas von schlecht. 6 Punkte haben wir auf der Champions League und jetzt geht es direkt weiter gegen Wolfsburg, was natürlich auch alles andere als eine leichte Partie werden wird. Und es ist hier gerade jetzt mal wie ein Manager in Realität auch wäre. Ein Manager wäre angepisst und ich bin auch angepisst und zwar bis zum Gehtnichtmehr, weil das sowas von unnötig war. Es ist unglaublich. Ja, wir brauchen einen Stürmer. We are desperate for a striker. Ich weiß, wie ich es auf Deutsch übersetzen soll. Wir brauchen ihn unbedingt. Fürs nächste Spiel haben wir aber wieder keinen. Es ist ein Abendspiel und es geht gegen Wolfsburg, also einen direkten Konkurrenten, ein direktes Team, das genau auf dem gleichen Level ist wie wir und die haben einen richtigen Stürmer mit Gomez. Wir spielen wieder mit Stindl in der Spitze. Sommer, Johnson, Westergaard, Christen sind Heuer komplett veränderte Defensive. Davor Kramer, Thielemann auch Mittelfeld komplett verändert. Philipp, Hahn und Hofmann in der Startelf. Also auch das total verändert. Stindl in der Spitze. Wir sind komplett neu besetzt, abgesehen von Sommer. Wolfsburg spielt ohne den gerade genannten Gomez. Dafür mit Majoral im Kasten, Castells. Davor Asquez, Knoche, Trash. Gottes Willen, Schäfer, Gilavogi, Gerhard, Bruno Henrique, Didavi, Brecalo auf links, also ein Talent und vorne drin, Borja Majoral, das ist das zweite Talent, da bin ich mal sehr gespannt. Wir haben wieder Hahn auf rechts, mal sehen, wie diesmal funktioniert. Letztes Mal im Pokal war sehr gut. Kopfball und da 1:0, nein doch nicht, weil Stindl vorbeiköpft und Castells seine klasse Parade raushaut, aber das war schon mal die erste dicke Chance, weiter so. Thielemanns komplett frei im 16er und... Wieder, wir kriegen den Ball nicht ins Tor. Ich weiß nicht, was ist in diesem Karrieremodus. Egal, wie dick unsere Chancen sind, wir schaffen es nicht, die Tore zu schießen. Zumindest nicht aus den Top-Chancen. Wir haben, glaube ich, eine Großchancenverwertung von, wie viel? 2,5%? Jonas Hofer mit Tempo über den Flügel. In der Mitte ist Thielemanns. Er bringt einen ganz raus auf Christoph Kramer. Der wird gefoult. Es gibt keinen Foul. Doch, gibt es. Na, Gott sei Dank. Thielemanns, der hat mehr Kraft als Präzision. Vielleicht reicht das trotzdem zu hoch. Kramer, schöne Balleroberung, sehr, sehr gut. Und jetzt auf Stindl, oh Gott. Ja, der Pass. Ey, wieder nach einer Ecke und Sommer sah da auch nicht gut aus. Hahn mit seinem Tempo, sehr, sehr gut in der Mitte, ist aber halt wieder keiner. Jetzt Stindl, ich verstehe das nicht. Warum grätschen die immer? Mein Gott, ihr seid im Angriff und nicht in der Defensive. Westergaard mit dem Kopfball. Da sieht man es mal wieder. Wir haben absolute Bäume in der Innenverteidigung mit Christen und Westergaard und gewinnen trotzdem defensiv kein Kopfballduell. Oh, das war böse von Hahn.
Wie kann man in so einer Situation abpfeifen? Sorry, da... Schreibt's in die Kommentare. Kann man da abpfeifen in so einer Situation? Wie geht das? Wieder null Power hinter diesem Schuss. Komm, jetzt Hahn. Okay, haben wir nochmal. Der steht komplett frei, der Hofmann. Legen wir nochmal ab. Auf Hahn, aus dem Stand. Oh, schade. Wieder eine gute Position. Eher für den Linksfuß. Aber versuchen es mit Thielemanns und mit Efe. Vielleicht funktioniert... Ich habe nichts gesagt. Alter Schwede. Die dickste Chance bisher durch Bruno Henrique. Da haben wir wieder Glück gehabt, weil das war wieder eigentlich so einfach gemacht von Wolfsburg. Was wir aber irgendwie nicht hinzukriegen scheinen. Jetzt mal Toljan geschickt. Wir kommentieren das einfach mal durch. Setzt sich da schön durch. Ist Rechtsfuß, darf man nicht vergessen. Ball in Rückraum. Kramer, Hoffmann, Kramer. Wir wollen ihn reintragen. Ich will ihn reintragen. Aber ich habe halt auch keine Schützen aus dem Mittelfeld. Kramer ist kein Schütze. Mit Hofmann kannst du nicht abziehen. Schon scheiße. Oh, schön der Ball auf Stindl. Der muss das jetzt aber nutzen gegen Ascuez im 16er, gegen den Peruaner. Gut gemacht. Stindl! 1:0! 70. Minute und da ist der Führungstreffer durch den Kapitän. Und wir gehen Gott sei Dank hier in Führung. Das Herz für die Fans. Heieiei, das war auch nötig. Gut durchgespielt und dann behält er die Ruhe dabei. Ascuez lässt den aussteigen. Der grätscht noch rein. Er wird gefoult, aber Gott sei Dank ist der Ball sowieso drin. Bei uns gibt es jetzt die Wechsel und unter anderem eine Überraschung, denn es kommt Bamuaka Simakala rein. Ihr wusstet nicht, dass er auf der Bank ist, aber er war auf der Bank und der spielt jetzt Stürmer vorne drin. Sein erster Einsatz bei mir. Nico Schulz mit seinem Tempo ist bei uns ja auch noch nie wirklich so in Erscheinung getreten. Simakala, erste Aktion. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Leider zu hoch. Warum hat Trash ein Real Face? Stindl ganz, ganz stark. Simakala dreht sich da gut. Simakala. Er versucht, das finde ich gut. Simakala gewinnt das Kopfballduell. Sehr, sehr schön. Jetzt Stindl. Wir haben eigentlich jede Zeit der Welt, weil... Oh, okay, Schulz kann den Gott sei Dank noch nehmen. Och, der war jetzt auch scheiße. Weil wir ja führen. Aber wir wollen theoretisch am besten noch das 2-0 machen, damit wir die Sicherheit komplett haben. Und Sommer bewahrt uns vor dem Ausgleich durch Arnold, glaube ich. Und noch eine Ecke. Und ich habe es vorhin gesagt. Wir sind offensiv so stark, kopfballtechnisch, defensiv sowas von schwach. Aber André Hahn köpft ihn raus. Und dann ist auch Schluss im Borussia Park. Ein 1:0, ein ganz knapper, ein ganz, ganz, ich sag mal, ja, verdienter, aber erkämpfter Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Simakala leider nicht getroffen, aber dafür unser Kapitän Lars Stindl. Trotzdem haben wir wieder mal gesehen, wir brauchen einen Stürmer. Und wir haben in der nächsten Episode, beziehungsweise in dieser Episode auch schon die Möglichkeit einzuholen. Da bin ich mal sehr gespannt, wer das werden wird. Und bevor wir in die Transferphase gehen, gucken wir einmal kurz auf die Finanzen bzw. den aktuellen Überblick. Wir haben Vereinswert von 348 Millionen, Prognose ist 377 Millionen, das ist sehr schön. Wir haben mehr Einnahmen als Ausgaben, plus von 29 Millionen. Und ja, Eintrittskarten 1,7 Millionen jetzt gerade wieder eingenommen, Standanteil 59.000, okay. Trikotverkäufe, momentan ist da Hut der Renner, Christensen und Hazard sind auch gut dabei. Das ist sehr, sehr schön. Wochengelder, die können wir nun mal nicht runterfahren, das geht nicht. Reisekosten hatten wir auch, aber momentan sieht es vom Budget sehr gut aus, 19 Millionen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass unser Budget nicht für Mega-Transfersprünge ausreicht. Allerdings ist kein Spieler bei uns unverkäuflich, abgesehen von Lars Stindl, Ibrahima Traoré, wobei ich den eventuell bei einem Top-Angebot gehen lassen würde, genauso wie Hazard, und Andreas Christensen. Ansonsten, wenn ein Angebot kommt, kann man bei jedem über einen Wechsel nachdenken. Die Spieler, die wir bisher so haben, sind ganz gut, aber wir haben auch keinen dabei bisher, bei dem ich wirklich sage, das ist ein absoluter Topmann, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass wir ihn holen. Milik wäre so einer, aber Milik ist leider auch gerade erst gewechselt und sehr, sehr teuer. Aufgrund seines Potenzials. Das ist ein Kollege, der mir sehr gut gefällt. Leider Gottes ist er mal wieder Torwart. Das natürlich total bescheuert ist. Weil irgendwie sind die guten Spieler immer Torwerte. Und das ist nicht so toll. Den können wir leider Gottes auch ablehnen, weil der einfach zu geringes Rating hat und auch Torwart ist, den Hans Schneider. Felix Albrecht sieht okay aus, aber müssen wir nochmal abwarten. Ist zwar 15, kann sich noch entwickeln, aber das Potenzial ist in Ordnung. Die Gesamtstärke ist noch nicht so gut. Ein interessanter Spieler wäre Peña Randa sicherlich, allerdings ist der nur sehr schnell und im Abschluss mit 78 nicht so Weltklasse, wie wir es eigentlich brauchen, also 80 plus wäre schon gut. Auf Correa, Luciano Vietto und Sanabria trifft das beispielsweise zu, die sind alle relativ schnell, natürlich ist der schnellste Correa, technisch sind sie auch gut und sie sind sehr jung, das ist an sich sehr cool. Der finanzielle Aspekt ist bei denen natürlich so ein bisschen problematisch, aber müssen wir mal schauen, an sich sind wir offen für alles, Ergebnisse sind gut. Sommer möchte, wie gesagt, weg und ja, da können wir wohl nichts machen.
Janssen wäre ein sehr interessanter Stürmer. Gute Kopfballpräzision, nicht so schnell, aber dafür ein mega Abschluss. Die Frage ist nur, würden wir den von Tottenham bekommen? Eher nicht. Aber theoretisch ist alles möglich. Ein weiterer interessanter Kandidat für die Torhüterposition wäre definitiv auch Robert Zieler. Kennt die Bundesliga, ist mit Hannover international aktiv gewesen, ist Nationaltorwart gewesen und ist bei Leicester nicht zwingend Top-Torwart, auch wenn 21 Millionen total aus der Luft gegriffen sind. Aber das wäre theoretisch eine Option. Jetzt spielen wir aber erstmal typisch für Deutschland am 1. Januar gegen Mainz 05. Neujahr, Deutschland, Feiertag, juckt ja nicht. Leider Gottes sind mittlerweile die Verschiebungen nicht mehr so toll, was den Karrieremodus und Simulation angeht. Zu Hause sind wir nicht mehr so stark und Simulation ist allgemein schlecht. Irgendwie verliere ich dann nur. Vielleicht ja diesmal nicht, hoffe ich mal. Hahn macht das 1:0 nach 25 Minuten. Das ist sehr, sehr gut. Wir dürfen halt nur kein Tor kassieren. Bisher haben nur wir Spielereignisse gezeigt. Jetzt mal ein Ereignis bei Mainz mit einem Wechsel von Donati für Brosinski. Siehste, Gibama macht direkt den Ausgleich. Total bescheuert. Und wir kriegen es wahrscheinlich jetzt nicht wieder hin, noch eine Bude zu machen. Doch, Dahoud. In der 84, nachdem sich Thielemans dummerweise verletzt hat, was mir nicht so gut gefällt. Aber trotzdem, wir gewinnen 2-1. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Natürlich haben wir die besten Talente wieder auf der Torhüterposition. Den Kollegen können wir mal freigeben. Das ist an sich alles wunderbar. Nur zwei Torhüter brauchen wir so gesehen halt auch wieder nicht. Und wir können die leider Gottes nicht hochholen. Wir können die jedoch trainieren immerhin. Thielemans fällt 5 Wochen aus. Mittelfußfraktur. Nicht schön. Und zum Abschluss dieser Episode stehen wir mittlerweile vor dem 1. FC Köln, was sehr, sehr schön ist. Augsburg war übrigens 4. Das heißt, so ein realistisches Geil, dass sie uns besiegt haben. Nichtsdestotrotz muss nächste Episode wieder rangeklotzt werden. Ich bin sehr gespannt, was ihr von der Torhüterposition haltet. Wen sollen wir da holen, wenn Jan Sommer gehen sollte? Vielleicht einen, bei dem wir natürlich auch den Nachwuchs setzen können. Oder sollen wir eventuell dann doch eher eine absolute Granate holen? Oder sollen wir bei der Granate auf den Sturm fokussieren, was auch sehr wichtig wäre, weil sind wir mal ganz ehrlich, wir haben als besten Torschützen Traoré mit 7 Treffern. Das geht einfach nicht. Wir brauchen einen Top-Stürmer. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wen sollen wir holen? Wir wären auch halbwegs realistisch, das ist ja sehr wichtig. Wenn euch die Episode gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Die Episode kommt dann am Donnerstag, wie angekündigt. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, wenn es euch gefallen hat, like und checkt die Links in der Beschreibung. Macht's gut, passt auf euch auf. Glaube ich, habe ich es zum zweiten Mal gesagt. Egal, haut rein und ciao.